Ja, das vielfältigste Wildkraut in meiner Küche ist die Brennnessel. Ich freue mich, Ihnen ein paar Kochtipps dazu zu geben. Bis gleich. Heute mache ich Brennnessel-Tascherl, gefüllt mit Frischkäse und Brennnessel. Dazu werden die Brennnesselspitzen kurz im kochenden Wasser überbrüht. Das ist schon genug. Dann in kaltem Wasser abgeschreckt, damit sie die Farbe schön behalten. Und mit einem Pürierstab mit ein bisschen Wasser werden sie dann zu einer Paste gemacht. Ein paar habe ich überlassen von den Brennnesselspitzen eben für das nächste Gericht. Also die Paste soll schön dickcremig sein. Diese gebe ich. Und Frischkäse dazu. Dann hat man eine wunderschöne grüne Farbe. So, nun habe ich die Brennnesselpaste mit Frischkäse verrührt. Den Teig dazu für die Tascherl habe ich vorbereitet. Und zwar ist hier zum Beispiel 100 Gramm Weizenmehl, 2 Eier, ein bisschen Öl und dann kommt Wasser dazu, ein bisschen Salz und der Teig wird gut geknetet. Das Rezept finden Sie natürlich wieder in meiner Beschreibung. Ich habe vorbereitet eine Nudelmaschine. Sie können den Teig natürlich auch ausrollen. Auswalken, alles gut bemehlen. Mittlerweile ist der Teig schön weich, er hat gerastet. Also ich schneide ein Stück vom Teig ab, bemehle den Teig ordentlich, lasse ihn dann durch die Nudelmaschine oder Sie walken ihn mit dem Rollholz aus, mit dem Nudelwalker. Immer wieder gut bemehlen. Sie können die Stärke wählen, wie Sie gerne möchten, ein, zwei, dreimal durch die Nudelmaschine. Vielleicht auch als Tipp, Sie können auch die Paste, die grüne, weiterverwenden für einen grünen Teig. Sie können damit dann Nudeln machen, da gibt es verschiedene Aufsätze, breitere, dünnere. Ich kann es vielleicht einmal kurz zeigen. So, also der Aufsatz kommt drauf. Dann können Sie die Paste, damit Sie grüne Nudeln haben, dazugeben. Und den Teig zum Beispiel auch gleich für Nudeln verwenden, für breitere Nudeln oder auch für dünnere, für Suppennudeln oder vielleicht einmal andere Spaghetti. So. Immer wieder schauen, dass gut bemehlt ist und dann kurz in kochendes Wasser, vielleicht mit ein paar Tropfen Öl oder Butter dazugeben, damit es nicht zusammenkleben. Kurz überkochen. Dann haben Sie gleich aus einem Teig mehrere Varianten. Ich gebe das hier zur Seite mal. So. Für die Tascherl kommt nun die Frischkäse-Brennnessel-Fülle auf den Teig gesetzt. Wird es kurz mit Ei bepinselt,
damit sie gut zusammenhalten. Nun werden die Tascherl geformt und kommen für 3-4 Minuten in kochendes Salzwasser mit ein paar Tropfen Öl oder Butter dazu. Danach können Sie eine Soße dazugeben, vielleicht mit ein bisschen Obers, vielleicht auch überbrühte Brennnessel dazugeben, die klein geschnitten, dann hat man schon mal eine grobere Konsistenz. Oder ganz gut passen Sie auch zu Fisch dazu oder zu Rindsragout. So, guten Appetit. Ja, weiters zeigen möchte ich Ihnen eine grüne Palatschinke, gefüllt mit Frischkäse, Topfen, Sauerrahm, was auch immer Sie gerne haben möchten. Dazu vermischen Sie einfach pürierte Brennnessel, also die Brennnesselspitzen kurz in Wasser wieder überbrühen und mit kalt machen, dann mit dem Mixer, Mixstab und so weiter, mit ein bisschen Wasser dann pürieren. Und diese Paste können Sie dann unter zum Beispiel Topfen geben. Und dazu mache ich grüne Palatschinken. Die können Sie verwenden, entweder gleich für eine Suppe dazu, anstelle der Frittaten einmal grüne Frittaten, oder Sie rollen die Palatschinken ein mit Frischkäse und haben dann einen tollen Party-Snack, zum Beispiel auch einmal für den Sommer mit ein paar Spießchen drauf. Schaut ganz nett aus. So, also für den Palatschinkenteig Mehl mit ein bisschen Milch und der Brennnesselpaste glatt rühren. Ich gebe ganz gern ein paar Tropfen Öl dazu, dann klebt die Palatschinke nicht so in der Pfanne an. Wichtig ist einmal glatt rühren und dann kommt noch ein Ei dazu. Dann lässt man den Teig oder die Masse einmal kurz rasten und backt dann eben Palatschinken heraus. Die Pfanne erhitzen, ein bisschen Öl dazu. Ich habe vorhin schon einen Teig vorbereitet, der ein bisschen gerastet hat. Noch einmal kurz verrühren. Und in der heißen Pfanne dann Palatschinken ausbacken. Eine Palatschinke habe ich schon vorbereitet, also man backt Palatschinken heraus, lässt sie erkalten und bestreicht sie dann mit der Brennnesselfülle. Sie können auch gehackte Brennnesselspitzen noch darunter geben, wenn Sie möchten. Rollt das eng zusammen und Sie können es dann, wie gesagt, schneiden. Vielleicht auch schief schneiden und einmal verwenden für Partys, dass es nett ausschaut. Mit Zahnstocher oder eben grüne Palatschinken machen, einfach zusammenrollen und dann eben die Palatschinken schneiden. Dann haben Sie einmal eine grüne Frittatensuppe. Ja, die Brennnesselspitzen brauche ich sehr, sehr viel. Wenn Kinder auch kommen, mache ich eine Brennnesselpizza, wie ich Ihnen nachher gleich zeigen werde. Die Brennnesselspitzen werden kurz überbrüht, man kann sie dann so weiterverwenden oder man macht eine Paste, wie ich vorhin gezeigt habe, und friert die ein in kleine Behälter oder bewahrt sie im Kühlschrank 1-2 Tage auf. Sehr gut eignet sich auch die Paste für zum Beispiel eben die grünen Nudeln oder für Suppen gleich ordentlich zu verwenden. Die haben wirklich tolle Inhaltsstoffe.
sehr viel Eisen, sehr viel Vitamin C, Mineralstoffe, sehr viel Eiweiß, sehr gut geeignet für Veganer, Vegetarier. Ja, die Brennnessel kommt natürlich auch oft frittiert zum Einsatz. Das schaut nämlich super aus. Knusprige Brennnessel gleich zum Beispiel auch über die Ravioli drüber geben. Oder man knabbert sie einmal anstelle der Chips dazu, zum Beispiel zum Fernsehen. Ja, jetzt im Frühling ist natürlich ganz eine tolle Sache, weil jetzt sprießen die Wildkräuter von der Erde heraus. Die haben am meisten Inhaltsstoffe jetzt, besonders im Frühling. Weiterhin im Herbst haben sie dann die tollen Samen. Die verwende ich sehr gerne auch über Müsli, über Salate drüber. Sie sind sehr stärkend für den Körper und die Herren, die bei mir schon mal mit waren, die wissen, was jetzt eigentlich noch kommen würde. Aber vielleicht sehen wir uns ja hoffentlich bald bei der nächsten Kräuterwanderung. Ich freue mich schon drauf. Also sehr, sehr gerne mache ich, wenn Kinder oder Schulgruppen zu mir kommen, eine Brennnesselpizza. Dafür habe ich einen Weizen-Vollkorn-Teig vorbereitet. Nun gebe ich drauf eben Tomatensauce. Ich habe ganz gerne ganze Tomaten dabei. Dann die überbrühten Brennnesselspitzen. Ein bisschen Mais und darüber geriebener Käse. Dann kommt das Ganze in das Backrohr bei 220 Grad, ca. 20 Minuten. Gutes Gelingen. Weiter geht's mit dem Brennnesselspinat. Ich mag das ganz, ganz gerne. Dafür brauchen wir einmal zerlassene Butter, also einbrennen. Die soll ruhig ein bisschen braun werden. Vorsicht, dass sie nicht anbrennt. Da entwickelt sich nämlich ein ganz toller Geschmack. Sie wird schon braun. So, jetzt kommt das Mehl dazu. Also jetzt mache ich mal eine Einbrenn quasi. Ich gebe auch ganz gern Milch oder Obst dazu, dann haben wir eine Bechamel. Leicht salzen. Und ich mag ganz gerne Kümmel. Das lasse ich jetzt ein bisschen aufkochen. Ja, dann können Sie dazugeben das Brennnesselmus oder die Brennnesselpaste oder die ganze Brennnessel, die Brennnesselspitzen halt, und pürieren sie anschließend. Und als kleiner Tipp, ich verwende keinen Knoblauch dazu, sondern frischen Bärlauch. Und da habe ich auch gleich einen wunderbaren Knoblauchgeschmack. Ich schneide auch noch ein paar Triebspitzen dazu, ein paar überbrühte Triebspitzen. Dann hat man gleich so eine leicht bissfeste Konsistenz oder man püriert es dann noch. Dann hat man natürlich eine ganz feine, cremige Brennnessel, einen feinen Brennnesselspinat. Ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen und freue mich, wenn Sie mir wieder beim nächsten Thema zuschauen, nämlich dem Löwenzahn. Alles Gute!